Moin Moin, heute habe ich wieder ein Video für euch, was in einer Kooperation mit einer anderen Booktuberin entstanden ist, und zwar mit der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Und zwar hat die liebe Ruth ein neues Format auf ihrem Kanal, beziehungsweise neu ist es nicht, aber sie hat es sich selbst ausgedacht, einfach mal in die Lieblingsbücher anderer BooktuberInnen reinzuschauen. Und hat sich dann immer Listen geben lassen von den 10 bis 20 besten Büchern und hat daraus einen Vlog gemacht, hat da reingelesen, manchmal abgebrochen, manchmal gern gelesen und dann einfach geschaut, ja, wie denn die Lieblingsbücher anderer Leute bei ihr ankommen. Und ich finde das Konzept wirklich toll, vor allem habe ich mir dann gedacht, ich würde das gerne gegenseitig machen. Nicht nur, dass sie meine Lieblingsbücher liest, sondern ich auch ihre Lieblingsbücher und dass wir dann gleichzeitig das Video hochladen. Und das machen wir. Das heißt, wenn ihr jetzt bei mir geschaut habt, dann könnt ihr direkt rüber, wenn ihr den Link in der Infobox findet, zu Ruths Kanal und schauen, wie sie meine Lieblingsbücher gefunden habt. Wir haben uns wirklich auch eine sehr, sehr großzügige Liste zusammengestellt. Also ich werde auch in der Infobox einfach mal unsere beiden Listen verlinken. Das waren über 20 Titel. Hat mir aber wirklich gut gefallen, weil es war klar, dass wir nicht alle Bücher im Juli schaffen. Wir hatten uns ungefähr eben den Juli überlegt, dass wir da in diesem Zeitraum halt die Lieblingsbücher der anderen lesen. Und da war klar natürlich, dass man nicht alle 25 Bücher lesen kann. Aber so hatte ich jedenfalls ein bisschen das Gefühl, dass es nicht zu streng ist, dass ich irgendwie nicht irgendwas lesen muss, worauf ich überhaupt keine Lust habe, sondern trotzdem irgendwie eine Wahl treffen konnte und mir das rauspicken konnte, worauf ich wirklich Lust habe. Ich hatte eh immer schon vorgehabt, mal so richtig bewusst Liebesromane zu lesen. Normalerweise, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt habt, wisst ihr, ich lese kaum bis gar nicht Liebesromane und es stört mich oft auch sehr extrem, wenn ich in Fantasy-Romanen Liebesgeschichten habe und dann die Handlung, die Welt, die Magie im Hintergrund rückt. Aber ich habe mal so überlegt, wie ist es dann, wenn ich bewusst zu Liebesromanen greife? Und Ruth liest nun mal in dieser Sparte sehr viel und da habe ich sie einfach gefragt, ob wir das jetzt zusammen machen wollen, dieses Projekt. Und sie hatte zum Glück Lust darauf und ja, jetzt haben wir das durchgezogen. Ruth macht es immer in einer Art Vlog und berichtet dann immer direkt, wenn sie das gelesen hat. Ich weiß nicht, wie sie es diesmal umsetzen wird, aber ich habe mich entschlossen, das so ähnlich wie jetzt einen Lesemonat aufzuziehen, einfach direkt hintereinander die Bücher euch jetzt vorzustellen, die ich geschafft habe. Ich habe von ihrer Liste 1, 2, 3, 4, 5 Bücher gelesen. Ich habe aber zusätzlich auch noch andere Bücher gelesen in dem Monat, die ich euch dann in einem separaten Video vorstellen werde. Ja, das heißt, es gibt jetzt mal ein bisschen anderen Buch-Content. Es ist ein Fantasy-Buch dabei. Sie hat mir nämlich drei Sparten aufgemacht. Einmal ihre Top 5 Romance-Lieblingsbücher, dann weitere Romance-Lieblinge und alles, was nicht Romance ist, hat sie mir auch noch eine Sparte gemacht und ich wollte eben aus jeder Sparte auf jeden Fall ein Buch ziehen. Und eins ist mir eigentlich ziemlich schnell ins Auge gefallen, was mir von der Thematik gut gefallen hat. Ich dachte, das kann vielleicht auch ein guter Einstieg sein, wenn man immerhin schon das Setting cool findet und die Idee dahinter. Und ich muss noch dazu sagen, das war das erste Buch nach meinem Umzug, wo ich dann endlich mal wieder zum Buch gegriffen habe. Also vorher habe ich ja wochenlang nicht gelesen, weil ich einfach den Kopf dafür nicht hatte. Und ich dachte, das passt ja auch ganz gut, weil Liebesromane ja oft einfach so etwas leicht Lockeres wegzulesen ist. Und ja, da habe ich mich für A History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca entschieden. Das ist Band 1 der Willow Creek-Reihe. Allerdings geht es in jeden Bänden immer um andere Protagonisten, die halt zuvor ja, Nebenfiguren waren. Von daher kann man das auch sehr gut abgeschlossen lassen und muss nicht die anderen Bände lesen. Ja, und hier dreht es sich um Emily. Und Emily kümmert sich um ihre Schwester und um ihre Nichte, da ihre Schwester einen Unfall hatte und nicht mehr so mobil ist und ja, Emily ja ihre Nichte immer hin und her kutschieren muss und eben ja alles für sie organisieren kann. Das kommt ihr aber gerade gelegen, weil sie weiß gar nicht, wohin mit ihrem Leben.
Trennung hinter sich und im Moment keinen richtigen Beruf. Sie weiß nicht, was sie eigentlich möchte. Deswegen ist sie so ein bisschen in der Schwebe und freut sich, dass sie sich jetzt ablenken kann und für die beiden zu sorgen. Ja, und irgendwann kommt es dann dazu, dass sich Emily dazu überreden lässt, bei einem Mittelalterfestival mitzumachen, weil ihre Nichte unbedingt dabei sein möchte. Aber es braucht eben eine Aufsichtsperson, die sich da auch mit anmelden muss. Sonst dürfte die Nichte nicht mitmachen. Ja, also Emily. Ja, macht dann da mit und sie muss sich dann eine Rolle überlegen, die sie während dieses Mittelalterfestivals denn einnimmt, wird dann eine Schankmaid und ja, sie denkt sich, es könnte doch eigentlich ganz cool werden, andere nette Leute kennenlernen, ein bisschen ja, im Sommer da Spaß haben. Und sie macht auch noch ihrer Nichte eine Freude. Ja, und dann gibt es natürlich aber auch Simon da und Simon ist der Organisator. Und der nimmt das alles ganz genau. Und er findet das gar nicht gut, dass sie einfach nur aus Spaß und Freude da mitmacht und es nicht ernst genug nimmt. Und sie findet ihn einfach nur schnöselig und zu ernst und zu spießig. Aber sobald er in seine Rolle schlüpft, ist er auf einmal ein verruchter Pirat und sie erkennt ihn kaum wieder und er flirtet mit ihr und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Und sie schlüpft natürlich auch in ihre Schankmaid-Rolle. Und um dem, ja, den Gästen irgendwie so ein bisschen auch eine Story zu liefern, fangen die irgendwie an, da ein Techtelmechtel ja, vorzuspielen. Aber es schleichen sich natürlich auch echte Gefühle darunter. Und Emily fragt sich, ist diese Zuneigung, die Simon auf einmal zeigt, ja, echt oder nur gespielt? Und sobald er wieder ja, die Verkleidung ablegt, ist er wieder ein ganz anderer. Und ja, diese beiden verschiedenen Rollen miteinander zu verbinden, fällt ihr dann überhaupt nicht leicht. Ja, und das genau fand ich an diesem Buch auch spannend, dass es eben diese Dynamik gibt zwischen den beiden und einfach, dass die verschiedene Rollen einnehmen und man nie so genau weiß, wer wer ist, ob er gerade spielt. Und zwischen den beiden knistert es ordentlich und das hat auf jeden Fall gekribbelt. Das war schön zu lesen und ich habe mir ihn als Pirat auch wie Hook aus Once Upon a Time vorgestellt. Und das passte, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, und diese Diskrepanz zwischen diesem spießigen Organisator und dann diesem verruchten, vorlauten Piraten, ja, das war ganz cool. Emily mochte ich auch, die war forsch, die war auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen. Und mir haben diese Wortgefechte zwischen den beiden auch extrem gut gefallen, dass die immer aneinander geraten sind. Also da stoben die Funken, das war leidenschaftlich und das fand ich super. Aber ich hatte in diesem Buch gleich im ersten Kapitel einen Augenrollmoment und dachte schon so, oh Gott, das kann ja was werden, wenn du jetzt schon so damit anfängst. Ja, es waren halt ein paar Sachen dabei, wo ich eventuell ein bisschen drüber schmunzeln musste, es nicht so ganz ernst nehmen konnte oder wie gesagt dann Augenrollmomente habe. Es ging, glaube ich, darum, wie gut ein Mann vorne und hinten in der Hose befüllt war und ausgestattet ist. Ja, ich denke einfach nicht so. Es tut mir leid, aber ja gut, mögen andere machen. Ich fand es in dem Moment zum Augenrollen. Und dass sie sich ja freut, die Männer dann in ihren Schottenröcken zu sehen. Ja gut, na gut, gehörte irgendwie dann auch wohl dazu, aber das habe ich so weggesuchtet, das Buch. Das war so schön, wieder ein Buch in die Hand zu nehmen und richtig mal durchzusuchten. Und ich kann jetzt auch verstehen, wie man so viele Liebesromane in einem Monat lesen kann. Also Fantasy ist ja nicht immer ganz so einfach, besonders wenn es High Fantasy ist, da reinzukommen, die Welt und die Figuren, die dort eingeführt werden, erstmal kennenzulernen und die Magie vor allem. Da fällt es natürlich bei so etwas, wo man die Welt kennt, extrem leicht einzutauchen. Es ist eine schöne Wohlfühlgeschichte in einer kleinen Stadt und hat mir richtig Spaß gemacht. Und eben dieses Mittelalterfestival, das ist natürlich ein Thema, was mich total anspricht, weil ich selber gerne auf Mittelalterfestivals gehe. Und ja, deswegen hat mir das Setting auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, jetzt kommt das einzige Fantasy-Buch, was wir hier bei den Favoriten von Ruth dabei haben. Ich hatte mich ja eigentlich darauf
gefreut oder hatte es ja so ein bisschen geplant, tatsächlich Liebesromane hauptsächlich von ihr auszuprobieren und ihre Lieblinge eben zu lesen. Aber dieses Fantasy-Buch, das passt einfach zu gut, weil ich mir diese Reihe eh vorgenommen habe, in diesem Jahr zu lesen. Und zwar ist es das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Ich habe ja letztes Jahr die Grisha-Trilogie gelesen, die ja davor spielt und auch so ein bisschen die Welt besser einführt, die Magie ein bisschen besser, ja, tiefgehender behandelt, als es hier sein sollte. Und es geht auch eher in die Richtung Jugendfantasy, auch mit viel Romance, also die Grisha-Trilogie. Und das sollte ein bisschen erwachsener sein. Und hier schwärmen eben so viele Leute davon, viele, die auch Fantasy lieben und deren Meinung ja mir auf jeden Fall auch wichtig ist. Und ich glaube, dass da einiges dahinter stecken könnte und mir dann auch gefallen könnte. Und jetzt wollte ich gerne einfach mitreden, auch wenn ich gehypte Bücher ja manchmal gerne so den Rücken zukehre, aber jetzt wollte ich einfach mitreden können und vor allem wollte ich auch die Serie endlich schauen können. Und deswegen habe ich jetzt zum Lied der Krähen gegriffen, weil ich es eben auch auf Ruths Liste entdeckt habe. Hier begegnen wir sechs Außenseiter, die beauftragt werden, einen Magier aus einem Gefängnis zu befreien, aus einer Festung zu befreien, die eigentlich so gut befestigt ist, dass da keiner raus, geschweige denn reinkommen würde. Aber dem Meisterdieb und Mastermind Cass Brecker, den traut man das zu. Deswegen wurde er beauftragt und er hat halt einige Bekannte oder auch Kollegen, könnte man sagen, die er da mit in seine Truppe nehmen möchte. Die haben ja die verschiedensten Hintergründe, die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Fähigkeiten, weswegen er sie eben mitnimmt. Und aus diesen Sichten werden auch die Geschichten hier erzählt. Also es wird immer die Perspektive gewechselt zwischen den verschiedenen sechs Figuren. Also haben wir es hier eigentlich mit sechs Hauptfiguren zu tun. Und jedes Mal, wenn wir uns in einen anderen Kopf der Figuren befinden, erkennen wir auch so ein bisschen, was deren Story ist. Also tauchen wir ein in Erinnerungen, in Rückblicke und lernen ihre Story kennen. Das wird bei diesem Buch ja auch immer so gelobt, diese Charaktertiefe, die Figuren, die im Vordergrund stehen, die Beziehungen zueinander, die hier verknüpft werden und näher beleuchtet werden. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das hat Spaß gemacht, das war tiefgründig, sie besser kennenzulernen und ja auch zu erkennen, wie die sich kennengelernt haben und wie sie sich besser kennenlernen während ihrer Mission. Und das war auf jeden Fall dynamisch. Und ich muss aber sagen, dass ich mich eigentlich eher in der Vergangenheit befunden habe, wie ja sie eben zu diesen Menschen geworden sind, die sie jetzt sind. Mag aber auch so ein bisschen an der Thematik liegen, weswegen das für mich jetzt kein Mega-Highlight war, weil einfach Diebe, Liebesbanden und ja, Action und weniger Magie, das alles spielt hier irgendwie eine Rolle, warum es für mich kein Highlight war. Genauso auch diese vielen Perspektiven, weil es ja immer aus den verschiedensten Sichten der sechs berichtet. Und ich mag es eigentlich lieber, wenn wir eins, zwei Protagonisten haben, uns dann auch wirklich auf eine Figur konzentrieren und dann bei dieser Figur bleiben. Hier wurde halt nach jedem Kapitel immer wieder in eine andere Perspektive gewechselt und manchmal hatte man aber auf diese Person gerade überhaupt keine Lust und würde dann gerne woanders weiterlesen. Aber da kann das Buch nicht unbedingt etwas für, genauso auch die Thematik. Da war ich von vornherein so ein bisschen skeptisch. Es hörte sich halt an wie Ocean's 11, nur halt in einer fantastischen Welt, wo ich aber ein bisschen, ja, glücklich und überrascht war, war nachher, dass das Setting eher so auch ein bisschen eisiges Feeling hatte und auch so in die nordischen Lande ging, so angelehnt an Norwegen, könnte man sagen, Finnland, Norwegen, Skandinavien, weil wir starten nämlich in Ketterdam, was angelehnt ist an Holland. Und ja, da muss ich sagen, war jetzt nicht ganz so mein Setting, aber später fand ich es dann, wie gesagt, ganz cool. Die Eisfestung wurde ganz spannend beschrieben. Aber wie gesagt, dieses actionlastige und Diebesbanden, das ist einfach nicht ganz so meine Thematik. Und dann diese wechselnden
ja, Perspektiven war auch nicht ganz meins. Trotzdem habe ich das sehr, sehr gerne in die Hand genommen. Und besonders die Geschichte von Matthias und Nina fand ich toll. Auch da hätte ich lieber, wie die sich beiden kennengelernt haben, lieber in deren Vergangenheit mehr Zeit verbracht, weil ich diesen Strang wirklich sehr, sehr spannend fand. Auch haben wir hier wieder einige Liebesgeschichten. Ist nicht so präsent wie bei Grisha, aber sie sind hier auf jeden Fall vorhanden. Jeder hat irgendwie so sein, ja, sein Liebespart, aber der ist dann mal größer und mal weniger groß. Es gibt hier auch noch einen zweiten Teil, es ist eine Dialogie. Ich bin noch gar nicht so sicher, ob ich den lesen werde oder nicht. Im Moment habe ich dann gerade nicht so den Drang dazu zu greifen. Andererseits möchte ich es schon ganz gerne abgeschlossen haben. Ich habe danach dann auch die Serie geschaut und die hat mir auch sehr gut gefallen. Einiges wurde natürlich ein bisschen abgeändert, weil hier jetzt diese Geschichte noch nicht in der, ja, in der ersten Staffel präsentiert wurde. Da wurde eher die, das erste Buch von Grisha abgefilmt und die Krähen wurden aber auch mit eingeflochten, aber eher ihre Vorgeschichten sozusagen. Aber ja, da wurde dann viel dazu gedichtet. Hat mir aber trotzdem gut gefallen, hat Spaß gemacht zu schauen. Und da werde ich sicherlich auch noch weitermachen. Ob ich denn aber weiter lese, das weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen. Es ließ sich aber sehr locker leicht weglesen. Es hatte auch humorige Elemente. Natürlich, wie gesagt, es war sehr rasant. Was ich ein bisschen schade fand, es hatte sich für mich wirklich erwachsener angefühlt, wie alle auch schon behauptet haben. Aber trotzdem sind die Figuren halt 16, 17. Und das hatte in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich hätte sie mir sonst einfach, ja, älter vorgestellt, aber es wurde oft erwähnt, dass sie halt erst 16, 17 sind. Aber gut, sie mussten halt in ihrer harten Realität wahrscheinlich schon früh erwachsen werden. Dann passt das wahrscheinlich ganz gut. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich es gelesen habe, dass ich endlich mitreden kann. Und wie gesagt, ich fand sie auch ganz cool, aber aus verschiedenen Gründen, dass ich einfach andere Vorlieben habe bei Fantasy-Büchern, ist es jetzt kein großes Highlight geworden, aber das macht ja nichts. So, als nächstes habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich ein dickeres Buch gelesen, jetzt wollte ich wieder was locker leichtes, dünnes haben und da habe ich mich für Zärtlicher Winter von Courtney Milan entschieden. Das ist eine Weihnachtsgeschichte aus der Serie Geliebte Widersacher und hat wirklich nur, ja, knapp 100 Seiten, etwas mehr als 100 Seiten, glaube ich. Ja, genau. Und das ist eben ein historischer Liebesroman, spielt eben dann außerdem auch noch im Winter zur Weihnachtszeit. Ich liebe ja den Winter und auch die Weihnachtszeit. Und auch wenn das jetzt Hochsommer war, dachte ich, komm, ich möchte es gerne lesen und das ging auch sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, dass ich da nicht ganz so gut und schnell an die Figuren rangekommen bin, wie zum Beispiel bei A History of Us. Vielleicht lag es ein bisschen an dem historischen Setting oder auch an dem Schreibstil, der vielleicht nicht ganz so zugänglich war. Aber es hat so einige Seiten gedauert, bis ich so richtig drin war. Hier geht es um Miss Lydia Charingford und, wie heißt ihr Gegenpart, Dr. Jonas Grantham. Ja, er ist Arzt und er kennt sie aus früheren Tagen, er kennt ein Geheimnis von ihr und jetzt treffen sie ja später aufeinander und können sich beide überhaupt nicht ausstehen. Aber insgeheim mag er sie sehr und möchte er sie eigentlich für sich gewinnen. Er hatte sich, glaube ich, mal so eine Liste gemacht von den hübschesten Frauen. Er wollte gerne heiraten und dachte, okay, ich mache mir jetzt mal eine Liste und schaue mir mal die hübschesten Frauen an, wer vielleicht am meisten passen würde. Und Lydia würde gar nicht so sehr auf die Liste fallen. Ich glaube, sie war die 11. hübscheste und würde eigentlich drunter fallen. Aber als er sich dann mit ihr unterhält und sie erkennt von früher, dann ist er auf einmal Feuer und Flamme. Und ich glaube, sie machen dann irgendwie so eine Art Wette, dass sie ihn, ich glaube, dreimal begleitet zu Arztbesuchen.
Und ja, weiß genau gar nicht mehr genau, was da die Wette dabei war. Jedenfalls versucht er sie natürlich irgendwie doch noch von sich zu überzeugen. Aber er ist doch recht speziell. Und das hat es aber auch so ausgemacht, dass er sehr, sehr trocken war, aber unglaublich direkt. Und das hat Lydia irgendwie immer wieder so ein bisschen beschämt, beziehungsweise er ist ein bisschen schockiert, dass er immer so, so direkt ist und alles immer offenlegt, auch vielleicht, was andere für sensible Themen halten, oder dass er dann halt auch so ein bisschen ruppig oder unsensibel rüberkommt dadurch. Und weswegen halt auch sie denkt, er wäre so ein Rüpel. Aber das hat mich immer sehr amüsiert, wie er dann sie immer ja, aus der Reserve lockt, indem er so direkt ist. Und aber eigentlich ja, ein guter Mensch ist. Und auch ja, dieses Direkte sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Also so ein bisschen auch was dahinter steckt, warum er so direkt ist als Arzt und immer alles ausspricht und ja eben allen die Wahrheit sagen möchte und die Wahrheit bringen möchte, weil damals auch viele Quacksalber unterwegs waren und er eben nicht so sein möchte und er ja ein Erlebnis hatte, wo er daraus gelernt hat, dass er nicht mehr so sein möchte wie sein Mentor damals. Ja, genau. Und Leute eben in Gefahr bringt. Ja, und dann tauen sie irgendwann so ein bisschen auf, ne? Es gibt auch ein paar Stellen, die sehr sexy sind, ist aber nur, ich glaube, eins, zweimal. Aber auch hier sehr unverblümt, was ich irgendwie ganz cool fand. Und ja, dieses historische weihnachtliche Setting hat natürlich auch Spaß gemacht. Obwohl ja bei 100 Seiten dann auch nicht noch nicht so viel aufkommen kann und ich, wie gesagt, auch nicht so richtig den Zugang zu den Figuren am Anfang hatte. Erst später im Laufe der Geschichte bin ich dann denen ein bisschen näher gekommen. Aber auch da hatte ich wirklich Spaß dran. So, die nächste Geschichte ist nicht nur eine Liebesgeschichte, da steckt noch unglaublich viel mehr dahinter. Und zwar ist das Felix Ever After. Ich liebe das Cover, ich finde es unglaublich cool. Von Cason Callender. Ich weiß nicht, ob man den Vornamen so ausspricht. Jedenfalls geht es hier um den 17-jährigen Felix. Und Felix ist eine Transgender-Person, ist eben im falschen Körper geboren worden und hat sein Geschlecht, sein Körper anpassen lassen an sein Geschlecht und hat jetzt sehr, sehr viele Identitätsprobleme. Und es gibt wohl, als auf einer Kunstschule geht er und dort hat jemand alte Instagram-Bilder von ihm ausgestellt, als er eben noch in seinem alten Körper war. Und das wollte er eigentlich natürlich niemandem erzählen. Und auch mit seinem alten Namen wurde er dort ausgestellt. Und das wirft ihn natürlich unglaublich zurück. Er weiß nicht, wer das war. Er hat eine Vermutung, weil es jemanden gibt, der ihn zu hassen scheint. Aber er hat zum Glück einen besten Freund, der immer an seiner Seite ist und ihn ja, so liebt, wie er ist und ihn wirklich sehr, sehr verteidigt. Er liebt die Kunst, aber so richtig kommt er mit seinem Projekt auch nicht voran. Und das hängt alles damit zusammen, dass er nicht so richtig weiß, wer er ist und was er ist. Er ist auch noch dunkelhäutig und weiß auch nicht so richtig, ob er sich wirklich nur als Mann sieht. Das fand ich auch durchaus sehr spannend. Dass es da noch viele Untertöne gibt, dass man sich eben nicht nur entweder als Frau oder Mann oder gar nichts von beiden, sondern dass es da auch noch so Nuancen dazwischen gibt. Und ich konnte bei diesem Buch sehr viel lernen, weil ich mich mit diesem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt habe. Ich möchte mich als sehr oder ich sehe mich als sehr toleranten Menschen und finde, dass jeder ja, lieben sollte, wen er möchte und auch so sein möchte, ja, wie er ist und sich dann angleichen kann, wie er möchte.
Also ich finde das toll, dass es das gibt. Damit, das wollte ich damit sagen. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass man es richtig verstehen kann, diese Gefühle. Wenn man das selbst noch nie gefühlt hat, dass man sich in einem falschen Körper fühlt oder wenn man jetzt niemanden in der nahen Umgebung hat, der oder die das durchgemacht hat, dann ist das extrem schwer, das nachzuvollziehen. Und da sind Bücher natürlich toll, dadurch, dass ich jetzt in Felix Kopf geschlüpft bin und seine Probleme miterlebt habe, mit Freunden, mit bestimmten Situationen und auch natürlich mit seiner Familie, also mit seinem Vater, der ihn unterstützt, der das alles bezahlt, diese Operation. Aber so richtig akzeptieren kann er das nicht. Ja, aber auch den Vater konnte ich tatsächlich nachvollziehen. Da habe ich gemerkt, dass ich ja beide Seiten irgendwo verstehen kann, aber noch lange noch nicht so weit bin, alles nachzuvollziehen und dass ich erst am Anfang stehe bei dieser Thematik. Zu Anfang fand ich den Schreibstil ein bisschen sehr platt, beziehungsweise sehr umgangssprachlich, ne? Es wurde viel geflucht, es war halt wirklich sehr jugendlich und sehr pubertär. Aber gut, Felix ist nun mal 17 und das muss natürlich dann auch passen. Da dachte ich, oh je, ob mir das gefallen kann, aber auch das habe ich dann irgendwann so weggesuchtet, weil ich ja einfach wissen wollte, wer dahinter steckt, wer wirklich die Bilder ausgestellt hat, warum der oder diejenige das gemacht hat und ob Felix irgendwann herausfindet, wer er ist. Und natürlich gibt es hier auch eine Liebesgeschichte, die mir auch sehr gut gefallen hat. Also es war alles sehr intensiv und nachher hat mir dann auch diese Umgangssprache nicht mehr ganz so sauer aufgestoßen. Und ja, ich finde das toll, dass es solche Bücher gibt, die ja uns so ein bisschen in die Köpfe der Leute hineinblicken können, die das eben durchmachen müssen, um deren Gefühle zu verstehen und das nicht nur zu tolerieren und nicht nur zu akzeptieren, sondern vielleicht auch anfangen, das zu verstehen. Das ist auf jeden Fall eine Chance. Und deswegen fand ich das Buch wirklich sehr wertvoll für mich und hat einiges in mir ausgelöst. Ja, also richtig, richtig cool. So, und als letztes habe ich noch ein Hörbuch gehört, und zwar ist das die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ailey Hazelwood, eben als Hörbuch gehört. Deswegen kann ich es euch jetzt nicht in die Kamera zeigen. Ich blende euch dann ein Cover ein. Ja, und das ist wohl auch sehr typische Romance, eigentlich auch eine typische romantische Komödie, könnte man sagen. Unsere Protagonistin ist Biologin, Wissenschaftlerin und zurzeit Single. Sie möchte ihrer Freundin jedoch vorspielen, dass sie in jemand anderen verknallt ist, weil sie vorher mit jemandem gedatet hat, den aber, glaube ich, ihre beste Freundin ganz gut findet. Und damit ja diese sich nicht zurückhält, weil sie glaubt, sie steht noch auf ihn, küsst sie einfach irgendjemanden, der gerade um die Ecke kommt, damit ihre Freundin das sieht und ja, sie dann den anderen Typen daten kann. Ja, das ist eine Übersprungshandlung und sie weiß auch noch gar nicht, wen genau sie da geküsst hat. Aber ja, dieser Kuss löst natürlich einige Ereignisse aus. Es ist ja natürlich jemand, den sie erst gar nicht leiden kann. Und zwar ist er ausgerechnet ein Dozent, der auch noch sehr berüchtigt und bekannt ist dafür, dass er tyrannisch ist, dass er zu streng ist, dass er zu hart urteilt über die verschiedensten Arbeiten. Und den hat sie ausgerechnet geküsst. Aber ja, ihr fällt in dem Moment einfach nichts anderes ein, als mit ihm eine Abmachung zu machen, dass sie weiterhin vorspielen, sie wären in einer Beziehung. Das würde ihm helfen und sie helfen dann auch noch ihre Freundin davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich nicht mehr auf den anderen Typen steht, den sie mal gedatet hat. Und ja, sie findet den eh auch wirklich nicht gut, aber damit ihre Freundin das glaubt, möchte sie diese Beziehung weiter aufrecht erhalten. Und er hat auch seine Gründe, warum er es machen möchte.
erfährt man dann ein bisschen später. Ja, und das ist natürlich, hat sehr viel Slapstick-Momente, ist peinliche Momente sind vorprogrammiert, aber ja, sie kommen sich dadurch natürlich auch immer wieder näher. Sie lernt ihn auch von einer ganz anderen Seite kennen. Sie haben natürlich viele Vorurteile gegeneinander gehabt. Erinnert mich so ein bisschen von dem Humor und ja, von dem Romance-Anteil irgendwie an Bridget Jones. Und das ist ja ein Film, den ich einfach sehr, sehr mag, weil es einfach so ein Wohlfühlfilm ist und einen immer wieder zum Lachen bringt. Und trotzdem hat es einige kribbelige Momente in diesem Buch gegeben, wie die sich einfach näher kommen müssen, weil sie immer wieder in Situationen geraten, wo sie irgendwie einfach nicht anders rauskommen, weil sie das eben alles vorspielen müssen. Und jeder von ihnen hat natürlich auch so seine Vergangenheit. Auch die romantischen Momente waren ganz schön gemacht, obwohl ich sie da zu sehr Lämpchen, als Lämpchen empfunden habe. Da hätte ich gerne ein bisschen was Selbstbewussteres gehabt, aber dafür war sie eben so eine sprühende, leuchtende Persönlichkeit, die eben so ja, Lebensfreude ausgedrückt hat. Das fand ich irgendwie ganz gut, aber ich hätte sie gerne auch ein bisschen stärker gehabt. Nicht, dass sie von ihm so sehr, ja, irgendwie abhängig ist. Aber das war jetzt ja nur eins, zwei Momente, wo ich das gedacht habe. Ja, und auch das, obwohl ich gar nicht so viel Hörbuch höre, habe ich wirklich an zwei, drei Abenden wirklich weggehört und mich einfach nur hingesetzt und habe Hörbuch gehört. Das mache ich sehr, sehr selten. Normalerweise höre ich Hörbuch, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich irgendwas anderes mache. Aber nicht einfach so um des Hörbuchwillens einfach mich hinzusetzen, dann lese ich eigentlich lieber. Aber nun hatte ich dieses Buch ja nicht zur Hand, ich hatte ja nun mal das Hörbuch. Und ja, ganz, ganz süße Geschichte, die witzig war, die irgendwie erfrischend war und nicht zu platt. Also ich habe das nicht als zu platt empfunden. Ja, also habe ich noch mal mit einer schönen Romance-Geschichte abgeschlossen, diesen Taste-Test. Und ja, was ist jetzt mein Fazit aus diesem Taste-Test? Ich kann sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich nehme daraus irgendwie mit, dass ich zwischendurch ganz gerne vielleicht auch mal hin und wieder jetzt eine Romance-Geschichte mit einbeziehe. Einfach, wenn man mal was ganz locker Leichtes für zwischendurch braucht. Weil, wie gesagt, wenn man viel Fantasy liest und eins nach dem anderen, das braucht immer so ein bisschen seine Zeit, um da reinzukommen. Ich lese ja ganz gerne Kinderbücher, das ist ja auch was locker Leichtes. Aber so ein bisschen Abwechslung zu schaffen, warum nicht? Und mir ist eben auch aufgefallen, dass mir diese Liebesgeschichten gar nicht so sehr auf den Senkel gehen, wenn ich bewusst nach Romance greife, aber ohne fantastischen Anteil. Das habe ich gemerkt. Also sobald da Fantasy mit reinkommt, möchte ich lieber die fantastische Handlung, die Magie, die Welt irgendwie im Vordergrund sehen und eben nicht die Liebesgeschichte. Da stört sie mich extrem, wenn da irgendwie ein gefährlicher, dunkler Typ um die Ecke kommt. Aber in so Büchern, die eben unserer Realität sehr nahe sind, sowas wie eben wie History of Us, ja, damit komme ich ganz gut klar. Klar hat man da auch Momente, wo man es nicht ganz so fühlt, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie mir zu kitschig oder da habe ich jetzt Augenrollmomente. Hatte ich auch. Aber ich habe mich drauf eingelassen und habe größtenteils wirklich sehr viel Lesefreude gehabt. Da möchte ich mich bei dir bedanken, liebe Ruth. Ich hatte da wirklich jetzt kein Buch dabei, wo ich sage, das fand ich ganz schlecht. Und oder dass ich das irgendwie abbrechen wollte oder ja, es irgendwie bereue, gelesen zu haben. Das überhaupt nicht. Ich finde dieses Konzept von so einem Taste-Test sowieso schön, die Lieblingsbücher der anderen zu lesen. Natürlich ist man da auch ein bisschen aufgeregt und weil Lieblingsbücher einem ja wirklich sehr am Herzen liegen, erstmal hofft man, dass es der anderen gefällt mit seinen eigenen Lieblingsbüchern. Aber man hofft natürlich auch so ein bisschen, dass man jetzt die Lieblingsbücher der anderen nicht so schlecht reden muss. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Da soll man ja auch ehrlich bleiben. Aber in diesem Fall hatte ich wirklich sehr viel Freude. Und
ja, auch einiges weggeschafft. Also ich war richtig motiviert, nach so einer langen Lesepause wieder ordentlich zu lesen. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was Ruth aus diesem Taste-Test gemacht hat. Wir haben uns immer so ein bisschen abgedatet, was wir als nächstes lesen werden, wofür wir uns entschieden haben. Ich hatte natürlich auch noch so einige andere Sachen auf ihrer Liste, die ich gerne auch noch ausprobiert hätte. Besonders aus ihrer Top 5 hätte ich gerne noch mehr gelesen, aber gerade die waren entweder nur als E-Book oder ganz teuer gebraucht zu bekommen, was sehr, sehr schade war. Besonders Küss mich, Miss Kerl, hätte ich gerne noch gelesen, weil das, glaube ich, ganz weit oben stand und Ruth da ja immer wieder von schwärmt. Und das hätte ich gerne nochmal gelesen, aber das war, wie gesagt, leider nur gebraucht erhältlich und in wirklich sehr, sehr hohen Summen. Es gibt aber eine Verfilmung. Mal gucken, vielleicht werde ich die mir nochmal anschauen. Auf Prime leider nicht frei, sondern ich glaube, das muss man ausleihen oder kaufen. Ja, das war's von mir. Sagt doch mal gerne, ob ihr eins der Bücher, die ich jetzt hier vorgestellt habe, auch gelesen habt und wie ihr sie gefunden habt. Habt ihr das auch mal gemacht, dass ihr euch mal in ein ganz fremdes Genre reinfallen habt lassen, aber auch mal wirklich drauf einlassen, ohne irgendwie schon gleich vorneweg, nö, das gefällt mir eh nicht, da werde ich ja eh nur drüber meckern und Augen rollen. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, über die eigenen Grenzen hinaus mal zu lesen. Mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Jetzt freue ich mich allerdings auch sehr, wieder in meine Wohlfühlgenres Horror und Fantasy einzutauchen. Da freue ich mich jetzt auf meinem Sub, da noch was zu finden, ja, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe, weil solche Listen natürlich auch manchmal ein bisschen einschränken können. Da fand ich es jetzt aber auch wirklich sehr, sehr gut, dass wir so viel Auswahlmöglichkeiten hatten. Und ja, vergesst nicht, auf die Listen mal zu schauen, welche Lieblinge wir da hatten. Da findet ihr dann sicherlich auch ganz, ganz tolle Tipps. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei Ruth vorbeischaut. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.